Wir haben in den letzten 5 Jahren über 330 Schrankballenpressen von HSM in 160 Anfallstellen installiert. Die Vipress 860 Max setzen wir für das Verdichten von Folie ein, die Vipress 1160 Max für Kartonage und die Vipress 860S für die Pflanzschalen und Pflanzenteich. Im letzten Jahr konnten wir über 12.000 Tonnen an Kartonage mit den Schrankballenpressen erzeugen und über 3.000 Tonnen Folienmaterial. Die Papierfabriken sind begeistert über die gleichbleibende Qualität unserer Kartonageballen und die Recycler für die Folie natürlich ebenfalls, weil es eine stabile Qualität ist, die wir da Woche für Woche entsprechend anliefern. Mit diesem Konzept können wir nun Geld erzielen, Erlöse erzielen und in den letzten Jahren durch die steigende Menge natürlich umso mehr. Die Altsituation war wie folgt: Es gab mehrere Abrollpresscontainer, es gab keine Abfall- oder nur eine sehr rudimentäre Abfalltrennung in unseren Märkten und Logistikzentren. Viele Einzelfraktionen wurden zu einer Restfraktion vermischt und somit waren die Kosten relativ hoch. Wir haben Verdichtungsmaschinen gesucht, die sehr wenig Platz benötigen in unserer Verkaufsfläche, weil Fläche ist wertvoll. Da sind wir bei den Schrankballenpressen dann letztendlich gelandet. Das Ziel war zum einen, die Arbeit zu erleichtern für die Mitarbeiter auf der Fläche in den Märkten, zum anderen natürlich die Schnelligkeit des Wechsels des Materials und zum dritten natürlich, das war ein sehr gern genommener positiver Nebeneffekt, die Vermarktbarkeit der Wertstoffe, die daraus entstehen. Kernanforderung war natürlich die Langlebigkeit, die Qualität der Ausführungen, die Presskraft, der Platzbedarf vor Ort und sehr wichtig der Service und die Schnelligkeit der Dienstleistung. Aufgrund der geringen Fläche in den Wareneingängen wäre es für uns ein Riesenproblem, wenn wir eine Woche oder 14 Tage darauf warten müssten. Einen sehr guten Eindruck haben die HSM-Pressen hinterlassen, waren auch diejenigen, die nach der Ausschreibung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die beste Qualität gezeigt haben. Und letztendlich hat das Gesamtpaket bei HSM am besten gepasst. Die Schrankballenpressen von HSM sind sehr einfach in der Bedienbarkeit. Sie brauchen sehr wenig Fläche, sie haben eine sehr hohe Presskraft und waren in den letzten Jahren auch sehr unanfällig. Seit 3 Jahren haben wir eine eigene Wertstoffliner-Flotte, die die Abholung wöchentlich organisiert. Auf unseren LKWs steht für jeden klar erkennbar Hornbach Wertstoffliner drauf. Das lädt zum einen unsere Marke positiv auf. Und zum anderen zeigt es, dass Hornbach in Sachen Wertstoffvermarktung und Recycling was tut. Als Handelsunternehmen spielt die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. Standortbezogen ist der Return on Invest sehr unterschiedlich, aber in der Regel liegt er unter 4 Jahren. Ja, im Rückblick auf die letzten 7 Jahre können wir sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war, auf Schrankballenpressen und HSM zu setzen und mit unserem Konzept Vorreiter in der Branche zu sein, und das gilt es weiter auszubauen.